Lasst uns einmal starten. Im Kniestand, gestreckte Füße, einmal mit dem Gesäß zu den Fersen, Oberkörper nach hinten sinken lassen, dass wir die Bauchmuskulatur aktivieren. Mit der Ausatmung durch den schmalen Mund. Und wollen heute unseren Rumpf stärken und auch beweglicher machen. Also Bauch, Beckenboden, Rücken und die schräge Rumpfmuskulatur. Hier ist erstmal der Bewegungsapparat, der etwas in Gang gebracht wird mit den gestreckten Füßen. Richten wir uns auf und du gehst so weit nach hinten. Und wenn du merkst, die Knie, die wollen es noch nicht so richtig, dann bleibst du mit dem Oberkörper leicht nach vorn gerichtet, Kinn zur Brust, Nacken lang. Gehst so weit nach hinten, wie es hier möglich ist. Und du kannst dich auch abstützen und die Hüfte nach oben schieben. Erstmal ein bisschen schauen, dass wir das alles in Schwung bekommen. Und ganz, ganz wichtig, dass wir den Schulter, Gürtel und Nackenbereich locker lassen dabei. Kommen nach vorn, setzen einmal die Zehenspitzen auf, vom großen bis zum kleinen Zeh auf dem Boden. Da sind also die Fersen ein kleines bisschen nach außen gerichtet. Und du gehst auch hier wieder mit dem Gesäß zu den Fersen, lässt den Oberkörper noch mit nach hinten gehen. Hier mit der Ausatmung, Brustkorb flach, dass der Schultergürtel entlastet ist. Achte darauf. Immer Brustkorb flach, Bauch flach, Beckenboden nach oben innen gezogen. Halt dich ein bisschen oder stütz dich ab. Schieb dich auch hier in die Streckung. Und die Mobilisation der Füße, Fersen, Achillesbereich, Fußsohle, Zehengrundgelenke, alles mit dabei. Mach immer so, wie es möglich ist. Auch die Beugung in den Knien. Und damit gleichen wir schon mal Verkürzungen hier in der ganzen Beinmuskulatur aus. Das heißt, das Knie können wir dann nicht beugen, wenn irgendwo eine intensive Verkürzung ist und dann das im Kniegelenk nicht mehr gleichmäßig zieht und blockiert. Das können wir manchmal direkt spüren, dass wir, wenn wir versuchen, die Knie zu beugen, an einer bestimmten Stelle das intensiv spüren. Das ist dann der Dehnreiz, der durch die Verkürzung entsteht. Stütz dich nochmal nach hinten ab, schieb die Hüfte mit der Ausatmung nach vorn und zieh auch gleichzeitig die Schultern nach hinten, dass du den vorderen Armeinsatz in der Dehnung hast. Dann kommen wir wieder nach vorne. Zum Ausgleich nehmen wir im Wechsel das rechte und das linke Bein mit etwas Schwung nach hinten oben. Achte dabei darauf, dass die Zehenspitzen zum Boden zeigen oder tendenziell eher sogar ein bisschen nach innen und die Ferse nach außen dreht. So hast du die ideale Position in der Hüfte im Becken. Wir drehen also hier beim nach hinten Strecken des Beines aus der Hüfte heraus, nicht das Becken nach außen, sondern lassen das Becken parallel zum Boden und haben die Streckung exakt in der Leiste. Der Blick geht in den eigenen Außen oder zwischen den Beinen nach hinten durch. Zieh nochmal Schulter und Nacken ganz lang. Tief durchatmen. Und im Wechsel zur Seite nach außen. Hier achtest du darauf, dass du die Arme gestreckt lässt. Mit den gestreckten Armen immer die Schultern von den Ohren weg schiebst. Hier hast du schon richtig gut viel Bauchmuskulatur mit dabei. Schräge Rumpfmuskulatur. Und du kannst mit ein bisschen Schwung in die Bewegung hineingehen. Dann versuchst du einen Moment, das Bein in der Außenposition zu halten, in der Kniekehle zu strecken, in der Hüfte rechter Winkel
und so weit wie möglich nach außen oben bringen bei gestreckten Ellenbogen. Schultern weg von den Ohren und versuch mal zu halten und mit kleinen federnden Bewegungen nach außen wegzuziehen. Fuß ist locker. Andere Bein. Tief durchatmen. Und auch wenn es anstrengend ist, ganz, ganz wichtig, atme weiter. Atme immer kräftig durch den schmalen Mund aus. Das stabilisiert Bauch und Beckenboden und gibt dir das letzte bisschen Kraft, was du hier brauchst. Jede Seite noch einmal. Schräge Bauchmuskulatur unter den Rippenbögen. Lass auch gern ein kleines Kreisen aus der Hüfte heraus entstehen. Und lass die Arme gestreckt, Schultern weg von den Ohren, nochmal entgegengesetzt kreisen. Und das gleiche nochmal zum anderen Bein. Kräftig ausatmen durch den schmalen Mund. Die gestreckten Arme schieben die Schultern weg von den Ohren. Kleines Kreisen aus der Hüfte heraus und nochmal entgegengesetzt. Tief durchatmen und locker absetzen. Jetzt wollen wir nochmal hier Gesäß und Beinaußenseite etwas dehnen. Da merkst du den Muskelausdauerreiz. Und wenn du in der Position mit den gestreckten Füßen abgestützt auf den Fingerspitzen dich einmal rechts und einmal links ganz dicht neben die Füße setzt, dann spürst du hier die seitliche Dehnung. Gesäß, Bein, Außenseite und auch schon die Rumpfmuskulatur. Hoffe, das geht ganz gut hier mit dem WLAN. Bin jetzt seit heute oder seit gestern Abend in Deutschland. Ja, aber WLAN ist gut. Und ja, liebe Grüße aus Rheinland-Pfalz. Heute mit dezent grauem Himmel, aber schön grün und ich freue mich mega. Es ist überall schön. Also, auf den Fingerkuppen abstützen immer, dass auch die Handmuskulatur etwas Kräftigung bekommt. Dann achtest du darauf, dass der Oberkörper hier immer gestreckt ist. Also immer Brustkorb gestreckt, Schultern, Schulterblätter nach hinten, dass du hier ab den unteren Rippenbögen aufwärts eine geöffnete, freie Position hast. Du kannst tief durchatmen, hast einen entspannten Schultergürtel und Nackenbereich. Und lässt dich hier zur Seite reinsinken, um die schräge Rumpfmuskulatur zu mobilisieren. Verspannungen zwischen den Rippenbögen, dann der seitliche Taillenbereich, Gesäß und Beinaußenseite. Und dann merkst du schon, ach, es wird langsam lockerer. Und du kannst auch immer wieder die Schultern und Schulterblätter nach hinten unten ziehen. Jede Seite noch einmal reinsinken lassen. Das heißt, das Gesäß ist ganz dicht bei den Fersen, sinkt hier seitlich zum Boden und dann schaust du, dass der Rest des Körpers trotzdem schön aufgerichtet ist. Als nächstes wollen wir dann in die Rückenlage wechseln. Das heißt, über den Kniestand gehen wir hier zur Seite, stützen uns einmal hinten ab, mit den Fingerspitzen nach hinten zeigen. Nutzen wir diese Zwischenposition nochmal. Füße aufgestellt, Gesäß vom Boden gelöst, schieben uns einmal weit nach vorn und einmal nach hinten. Fingerspitzen zeigen nach hinten. Hände sind flach, Finger gestreckt, leicht gespreizt. Lass den Rumpf in die aufgestützten und gestreckten Arme hineinsinken. Mobilisation für den Schulterbereich. Ja, spür mal, ohne Spannung in den Schultern. Lass den Rumpf locker hineinhängen. Die Arme haben natürlich etwas Spannung und die Ellenbogen sind noch gestreckt. Aber wir machen eine langsame Bewegung
Du ziehst die Schultern immer weit weg von den Ohren und spürst mal, ob das beim nach vorn und nach hinten gehen in jedem Bereich, wenn du auf die Schulter achtest, sich gut und gleichmäßig anfühlt. Ab welchem Punkt du die Dehnung in der Handinnenfläche und Arminnenseite hier beim nach hinten gehen spürst, ja? Wie sieht es da aus? Lass die Schulter aber weg von den Ohren, nach hinten gezogen. Schieb dich schön weit nach vorn. Lass hier nochmal reinsinken, das Gesäß dicht zu den Fersen, den unteren Rücken zum Boden. Kannst nochmal absetzen hier. Rein Kinn zur Brust, Nacken lang. Arme weit nach hinten gestreckt. Sieht von außen betrachtet ganz entspannt aus, ja. Aber du spürst den Dehnreiz und du spürst die ganze Full Range of Motion, also den Bewegungsumfang im Schulterbereich. So, dann bleiben wir mit dem Gesäß hier vorne bei den Fersen, greifen einmal um in den Unterarmstütz, immer Kinn zur Brust gezogen, Nacken lang, dass der Nacken entspannt bleibt. Und jetzt im Wechsel rechts und links ziehst du den Ellenbogen immer noch einen Millimeter weiter nach hinten und dicht zueinander. Einmal rechte Seite, einmal linke Seite. Lässt dich dann hier reinsinken. Wenn du die Ellenbogen also in der hintersten und am dichtesten zusammen Position hast, bleibst du und lässt den Rumpf hineinsinken und ziehst das Kinn zur Brust, den Nacken lang. Schiebst dich hier nochmal locker nach rechts und links. Wir haben also kaum Spannung jetzt hier im Körper. Leichte Bauch- und Beckenbodenspannung. Kinn zur Brust gezogen, Nacken lang, Rumpf hineinsinken lassen. Einmal nach rechts schieben, einmal nach links schieben. Spür wieder die Mobilisation im Schulterbereich. Ganz, ganz wichtig eben für das Gleichgewicht unseres Rumpfes. Verkürzte Muskeln, verspannte Muskeln werden gedehnt zu schwache Muskeln, die auch zum Teil immer in Dehnung gehalten werden, werden entlastet und wir stellen das muskuläre Gleichgewicht her. Was dann wichtig ist, damit du dich wohlfühlst, dich gut bewegen kannst, schmerzfrei bist und die Muskulatur auch leistungsfähig in allen Positionen ist, so wie es vorgesehen ist. Als nächstes sind wir dann in der Rückenlage. Das heißt, wir lösen die Arme, Bauch, Becken, Bodenspannung, lassen uns gern langsam absinken, hin zur Brust, Nacken lang. Ach, leg die Hände erst einmal übereinander über den Kopf ab. Lass die Fersen ganz dicht am Gesäß, Füße aufgestellt. Heb die Hüfte weit nach oben in die Streckung. Mit kleinen federnden Bewegungen schiebst du die Hüfte nach oben und lässt dich dann Wirbel für Wirbel nach unten abrollen. Achte besonders auf die Bereiche des Rückens, die dir sonst Verspannungen und Schmerzen bereiten, vielleicht. Vielleicht zwischen den Schulterblättern oder auch der untere Rücken. Und wenn du mit dem unteren Rücken und dann mit dem Gesäß auf dem Boden bist, dann löst du den unteren Rücken wieder ins Hohlkreuz und gehst wieder zurück mit der Bewegung. Also beim Auf- und Abrollen. Dein Körper hat immer etwas zu tun, deswegen machst du einfach ganz langsam, nimm dir Zeit. Wenn du hier auf- und abrollst, zieh die Schulterblätter auseinander, um den Bereich zwischen den Schulterblättern fest und flach auf den Boden zu bringen. Beim Ablegen Wirbel für Wirbel auf dem Boden fest auflegen, bis der untere Rücken, das Gesäß auf dem Boden ist und dann gehst du ins Hohlkreuz. So hast du also im letzten Bereich immer die Beckenschaukel dabei. Und du hast das Auf- und Abrollen der Wirbelsäule, dass du also die kleinen Muskeln zwischen den Wirbeln mobilisierst. Wenn du dich nach oben schiebst, hast du die Kräftigung des Gesäßmuskels und die Streckung des Hüftbeugers. In zur Brust, Nacken lang. Du hast also die ganze Zeit Kräftigung, Mobilisation und Dehnung.
Dann konzentrieren wir uns mehr auf den Bereich der Hüfte. Wir bringen den unteren Rücken fest auf den Boden, lassen den unteren Rücken fest auf dem Boden und nehmen im Wechsel einmal das rechte und einmal das linke Bein heran. Das kannst du dann auch gleich im Wechsel machen, wenn du merkst, alles gut, Bauchbeckenboden eingezogen, Bauch flach, Brustkorb flach, der Rücken und besonders der untere Rücken hält fest, flach, breit auf dem Boden, dann ziehst du im Wechsel einmal das rechte und einmal das linke Knie dicht zu dir heran. Wenn dir das noch schwerfällt, dann nimm hier einmal, dass du ein bisschen mehr Dehnung dabei hast, die Hände mit dazu. Das heißt, die gefalteten Hände bringst du immer dann zum Einsatz, wenn das Knie eh herangezogen ist. Wechselst wieder, ja, du lässt also erst die Beine arbeiten und wenn das andere Knie herangezogen ist, nimmst du die Hände dazu. Ziehst nochmal ein bisschen kräftiger heran, dass du hier mehr Dehnung dabei hast. Löst wieder, Bauchbeckenboden eingezogen, unteren Rücken fest auf dem Boden, immer wechseln. Und nochmal extra heranziehen und beim Heranziehen lässt du die Schultern weg von den Ohren, das Kinn zur Brust, den Nacken lang. Der Rücken ist flach, fest, breit auf dem Boden. Also der Wechsel und das Halten der Beine machst du mit der Muskulatur Bauch, Becken, Boden, Beine. Und wenn du die Position erreicht hast, ziehst du noch einmal nach mit den gefalteten Händen. Einfach reinhaken und dabei ziehst du die Schultern weg von den Ohren und die Schulterblätter in der Mitte des Rückens nach hinten unten und hast gleich die Kräftigung für die Mitte des Rückens dabei. Also ganz, ganz, ganz viel Muskulatur ist hier beteiligt, obwohl die Übung von außen betrachtet recht easy aussieht, merkst du doch viele Bereiche, wo du hier Kräftigung, Mobilisation, Dehnung hast. Du brauchst immer die Bauchspannung, den Beckenboden nach oben innen gezogen, den Brustkorb flach, damit der ganze Rücken die ganze Zeit flach, fest, breit auf dem Boden bleibt. Du brauchst die Beinmuskulatur, um die Knie heranzuziehen. Hast die Mobilisation, wenn du kräftiger heranziehst, hier im unteren Rücken und Bereich Hüfte, Leiste. Hast die Kräftigung in der Mitte des Rückens, ziehst die Schultern und Schulterblätter immer nach hinten, unten, das Kinn zur Brust, den Nacken lang. Und dann setzt du beide Füße wieder dicht am Gesäß auf, legst die Hände locker über dem Kopf ab und schiebst die Hüfte weit nach oben. Mit kleinen federnden Bewegungen lässt du die Hüfte nach oben gestreckt. Ausgleich erstmal hier. Um dann als nächstes zu wechseln. Einmal geht der untere Rücken fest auf den Boden und du ziehst beide Knie heran. Setzt die Füße wieder auf. Der untere Rücken ist immer noch fest auf dem Boden. Achte da besonders darauf und dann schiebst du nach oben. Also wenn du liegst, hat der untere Rücken die ganze Zeit festen Bodenkontakt. Zack, zack, zack. Nach oben, unteren Rücken fest auf dem Boden, Knie heranziehen, Füße absetzen, Hüfte nach oben strecken, unteren Rücken fest auf dem Boden, Brustkorb flach, Bauch flach. Das ist zum Beispiel auch hier eine schöne Übung, um Hüfte, Leiste, Gesäß, Hüftbeuger, unteren Rücken, Bauch, Beckenboden ins Gleichgewicht zu bringen. Einmal die Beugung und einmal die Streckung in der Hüfte. Ideal die Gegenspieler. Alle Muskeln, die hier beteiligt sind, werden aktiviert, gedehnt, gekräftigt, mobilisiert, aufgerüttelt, gestreckt. Ja, sodass du mit dieser Übung zum Beispiel hier wieder mit einer einzigen Übung alles richtig machen kannst. Du brauchst keine weitere Ausgleichsübung. Also, wenn du das Gefühl hast, Mensch, ich will jetzt was machen, welche Übung, ich weiß nicht, habe ich mir das richtig gemerkt? Und wenn ich die dann turne, dann müsste ich ja noch was anderes zum Ausgleich machen. Das ist hier eine Übung, die kannst du machen. Du hast schön alles mit dabei. Dann
Bleibst du mit dem unteren Rücken fest auf dem Boden? Du breitest die Arme zur Seite aus, dass die Handflächen nach oben zeigen, hin zur Brust, Nacken lang. Nimmst die Knie ganz dicht heran und lässt einmal die angezogenen Beine zur rechten und zur linken Seite herübersinken. Mach erstmal nur so auf halbe Position, dass du ein Gefühl für die Drehung im Rumpf bekommst. Wie fühlt es sich an? Wo spürst du die Dehnung am meisten? Rechte und linke Seite kann da auch immer sehr unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass du die Armrückseite und Schultergürtel jetzt komplett auf dem Boden lässt. Das Kinn zur Brust gezogen, den Nacken lang. Du hast also das Gefühl, von den Fingerspitzen bis zu den Fingerspitzen hast du komplett Bodenkontakt, als wärst du am Boden festgeklebt. Da löst sich nichts, die Schulter bleibt fest auf dem Boden und die angewinkelten, herangezogenen Beine gehen so weit nach rechts und nach links, wie es das jetzt erlaubt. Wenn du die Mobilisation etwas verstärken willst, dann drehst du den Kopf immer in entgegengesetzter Richtung der Knie. Das Kinn zieht dabei Richtung Achselhöhle, dass der Nacken gestreckt ist und der Kopf in die Drehung geht. Und du spürst mit jeder Bewegung, dass es etwas geschmeidiger wird. Wenn du vielleicht bei den ersten ein, zwei Wiederholungen das Gefühl hattest, ui, das geht ja mit gar nicht so gut, dann merkst du, ah, es wird langsam besser und besser, besser. Nimm dir ruhig ein bisschen Zeit, eine fließende, gleichmäßige Bewegung, einmal nach rechts, einmal nach links. Und du gehst nur so weit zur Seite herüber, dass die Schulter noch im Bodenkontakt bleibt, die entgegengesetzte. Spürst auch, dass du über die ausgestreckten Arme und die schräge Rumpfmuskulatur hier die das Gewicht der Beine und der Bewegung hältst. Das heißt, je weiter du die Beine zur Seite herüberbringst, umso mehr spürst du unter den unteren Rippenbögen hauptsächlich die schräge Rumpfmuskulatur. Das ist der obere Bauchanteil. Und lass aus dieser Bewegung ein großes Kreisen werden. Das heißt, du gehst zur Seite herüber, ziehst die Knie dicht heran zur anderen Seite. Es ist also eher eine langgezogene Ellipse, als dass es ein Kreis ist. Das Kinn kannst du jetzt zur Brust gezogen lassen, Kopf in der Mittelposition und schaust mal, wie weit komme ich zu einer Seite, ziehst dann die Knie dicht heran, dass sich das Gesäß vom Boden löst und zur anderen Seite die gleiche große Ellipse nochmal in entgegengesetzter Richtung, immer mit den Beinen weit zur Seite. Schön dicht heranziehen. Mit dieser Übung bringst du Bauch, Beckenboden, unteren Rücken und auch die schräge Rumpfmuskulatur sehr gut ins Gleichgewicht. Besonders auch eben die schräge, die Rotationsmuskulatur. Ziehst immer die Schulterblätter nach hinten unten in die Mitte des Rückens. Entlastest damit auch den vorderen Schulterbereich, den wir heute schon mobilisiert haben. Und dann kommst du zur Mitte zurück, Kinn zur Brust, Nacken lang, streckst die Beine und ziehst die gestreckten Beine einmal heran. Nimm die Arme lang gestreckt über den Kopf, Daumen verhakst du ineinander, bringst ein bisschen Spannung auf die Arme, dass du also mit den gestreckten Armen die Handrücken auf den Boden ziehst, Bodenkontakt hast, bis zu den Fingerspitzen, die Arme ganz lang herausziehst. Das Gefühl so, als wenn du von der Taille bis zu den Fingerspitzen dich ganz lang ziehst und das Kinn zur Brust gezogen lässt, die Kniekehlen gestreckt hast und die Füße in den Fußgelenken und dann ziehst du dich immer weiter
hier herum. So, wenn es von sich aus noch nicht so ganz gleichmäßig und geschmeidig geht, dann ist die Bauchmuskulatur noch nicht in allen Bereichen kräftig genug oder und der Rücken ist noch nicht geschmeidig genug. Du kannst gerne, wenn das noch nicht so einfach geht und du hier noch stecken bleibst, wenn sich sonst alles gut anfühlt, mit den Händen ein bisschen assistieren, dass du am Gesäß etwas nachschiebst, nachhilfst. Mach das immer nur so weit, wie es sich auch insgesamt gut anfühlt für dich. Ja, das ist möglich. Du kannst auch die Arme neben den Körper legen, auch als Alternative und Abwechslung mit den Handflächen auf dem Boden, die Schultern schön weit weg von den Ohren. Dann schiebst du dich mit der Armrückseite hier fest gegen den Boden ab. Hast den Vorteil, dass du hier gleich wieder die Mobilisation des vorderen Schulterbereiches mit dabei hast und die Kräftigung des mittleren Rückens, weil dieses mit der Armrückseite gegen den Boden abschieben, die Muskulatur in der Mitte des Rückens zwischen den Schulterblättern wieder stärkt. Also beide Varianten sind sehr, sehr schön. Und bei der Variante, wenn du hier die Arme neben dem Körper hast, dann kannst du auch schauen, hier mit den Fingerspitzen ein bisschen am Gesäß nachschubsen und so machen, wie es für dich passt. Wenn du hier schon in die Position kommst, kannst du auch einmal die Arme nach oben nehmen, die Füße festhalten und hier dich nochmal langziehen. Also du nimmst mit den Händen die Füße, ziehst dich, dass der Rücken in die Streckung kommt und lässt wieder ein bisschen locker. In Summe ist es alles allemal lohnenswert, ja, mit dem Körper so regelmäßig zu trommeln, dass du das dann machen kannst, weil du damit wirklich eigene Verspannungen und Blockaden im Rücken sehr, sehr gut ausgleichen und lösen kannst. Ohne irgendwelche Geräte, ohne fremde Hilfe. Das Einzige ist, man muss sich dann einfach mal die Zeit nehmen. Ja, ich weiß selbst, dass da manchmal andere Sachen im Weg stehen, andere Sachen erstmal wichtiger sind. Aber versuch immer wenigstens ein paar Minuten täglich etwas für dich zu machen. So, wir wollen die Füße wieder dicht am Gesäß aufstellen. Kinn zur Brust, Nacken lang gezogen. Nehmen wir einmal die Arme zur Decke nach oben. Lassen die Arme weit zur Seite ausbreiten und wieder nach oben. Lass die Arme ganz gestreckt. Einmal mit den Handflächen fest zusammen und einmal mit den Handrücken fest auf den Boden schieben. Hin zur Brust, Nacken lang. Der Rücken ist flach, fest, breit auf dem Boden und bei jeder Bewegung der Arme stellst du dir vor, du ziehst die Arme noch länger aus dem Rumpf heraus. Also von der Mitte des Rückens, von der Wirbelsäule aus gesehen, nach rechts und links ziehst du die Arme. Ziehst du dich ganz lang, sodass du mit den Armen, mit der Streckung der Arme auch die Schulterblätter mit auseinanderziehst, den Brustkorb flach, Kinn zur Brust, Nacken lang, jede Bewegung noch ein bisschen größer, das heißt, jeder Viertelkreis, den wir ja mit dem Arm machen, wird noch ein Stück größer und die Schultern ziehen immer weg von den Ohren. Wenn wir jetzt nach oben gehen, kreuzen wir die Arme und ziehen einmal so weit, dass wir hier mit den Fingerspitzen an der Schulter oder am Schulterblatt einmal rumgreifen, so als würden wir uns selbst umarmen. Da kannst du auch mit den Fingern nochmal ein bisschen nachgreifen und mit der Ausatmung ziehen wir uns jetzt hier über die Mitte nach vorn. Wichtig, dass du das Kinn zur Brust ziehst und so hast du die Mobilisation im Rücken. Einmal über die Seite und einmal nach oben und unten. Also zwischen den Schulterblättern kannst du dir das vorstellen, streckst du jetzt einmal quer und einmal längs. Wird der Rücken richtig schön mobilisiert. Kinn zur Brust, Nacken lang.
Kräftig ausatmen, Bein nach oben ziehen, zieht der Brustkorb flach. Bleib mal ein bisschen in der Position mit kleinen federnden Bewegungen. Zieh dich ein bisschen nach rechts und zieh dich ein bisschen nach links. Welches rechts und links ist natürlich egal. Nochmal zu einer Seite, nochmal zur anderen Seite. Spür unter den Rippenbögen die Muskulatur, komm zur Mitte zurück, roll dich ab, Kinn zur Brust, Nacken lang, Rücken flach, fest, breit auf den Boden. Dann streckst du die Arme und wechselst einmal, also geh auseinander und dann ist der andere Arm dichter bei dir. Geh wieder mit den Armen so weit über Kreuz, wie es möglich ist. Also die Arme noch gestreckt über Kreuz, so weit, wie es möglich ist. Dann winkelst du die Ellenbogen und schaust, dass du dich einmal selbst umarmst. Kinn zur Brust, Nacken lang. Hast gleich mit den Fingerspitzen hier eine Massage im Schulter- oder Rückenbereich, je nachdem, wie weit du kommst. Und ziehst dich nach oben mit der Ausatmung. Kinn zur Brust, Nacken lang. Ziehst dich einmal zur linken Seite nach oben, rollst dich ab und einmal zur rechten Seite nach oben, rollst dich ab. Immer mit der Ausatmung durch den schmalen Mund und bleib einmal gelöst und zieh dich von rechts nach links über die Mitte. Das Kinn schön zur Brust gezogen, dass der Nacken lang ist. Kräftigung für den Bauch. Die quer verlaufende Bauchmuskulatur, die wie ein innenliegendes Mieder unseren Bauch flach hält. Die gerade Bauchmuskulatur zwischen Brustbein und Schambein von oben nach unten verlaufend, die schräge Bauchmuskulatur, die wir spüren unter den Rippenbögen. Einmal so schräg und dann kommst du zur Mitte zurück. Löst die Arme, streckst die Arme ganz lang nach oben, lass die gestreckten Arme einmal über und einmal neben den Körper. Langgezogen, flach auf dem Boden kommen. Nach oben sind die Handrücken auf dem Boden und der Brustkorb bleibt flach. Und nach unten sind die Arme neben dem Körper. Zieh die Schultern immer weit weg von den Ohren, auch wenn die Arme nach oben gehen. Wenn die Arme nach oben gehen, ziehen trotzdem Schultern und Schulterblätter nach hinten unten. Das ist etwas, was wir im Alltag oft falsch machen, wenn wir nicht darauf achten, wenn wir es nicht wissen. Wir können es einfach nicht besser wissen. Aber für die Bewegung der Arme ziehen Schultern und Schulterblätter immer nach hinten unten, egal in welche Richtung du die Arme bewegst. Lass nochmal einen Arm nach oben, einen Arm nach unten im Wechsel. Hier ist die schräge Rumpfmuskulatur wieder mit beteiligt. Wir merken das vielleicht gar nicht so intensiv. Aber wenn du mit der Ausatmung den Brustkorb flach ziehst, das Kinn zur Brust, den Nacken lang, die Schultern weg von den Ohren, dann spürst du, wie der Bauch auch hier mit stabilisiert und der Beckenboden nach oben innen zieht. Komm zur Mitte zurück, lass die Arme ganz dicht bei dir, nimm die Beine ganz dicht heran, dreh dich auf die Seite und komm einmal zum Sitzen. Tief durchatmen. So, erst einmal alles hier positionieren, das heißt, die Beine sind angestellt. Du lässt die Hände locker von an der Knievorderseite und ziehst dich in die Streckung. Kinn zur Brust, Nacken lang. Tief durchatmen. Du nimmst die Füße dichter zu dir heran und schaust mal. Wie weit kommst du hier um die Beine herum und ziehst dich wieder in die Streckung? Kinn zur Brust, Nacken lang. Füße dicht herangezogen, noch dichter. Und die Schultern immer weg von den Ohren. Bauch und Beckenboden halten jetzt die Spannung. Wir stützen uns hinterm Gesäß ab. Auch ganz, ganz dicht. Ja, Füße dicht.
Hände dicht, lösen das Gesäß vom Boden. Nochmal hier dieses Vor- und Zurückschieben. Jetzt haben wir noch ein kleines bisschen Platz. Dann einmal umgreifen und kommen in die tiefe Hocke. Lassen uns ganz klein werden. Tief durchatmen. Wir haben schon wieder die letzten Minuten hier und ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Wo ist er, der zauberhafte Tag? Bleib in der tiefen Hocke. Na jetzt aber. Noch zauberhafter geht der Tag doch gar nicht. Machen wir das? Na, da ist er, der zauberhafte Tag. So, bleib in der tiefen Hocke. Schön klein reinsinken lassen. Die Fersen zum Boden sinken lassen. Jeder Ausatmung lässt du deinen Körper ein bisschen mehr der Schwerkraft folgen. Lass dich richtig schön klein locker zusammensinken. Kopf locker hängen lassen. Spür die Dehnung im Rücken, im Nacken, in der Hüfte, im Bereich der Fuß-, Knie- und Hüftgelenke. Ja, was wir spüren, ist immer die Muskulatur und das Bindegewebe. Die Gelenke sind zum Bewegen da. Auch wenn die Gelenke marode aussehen auf bildgebenden Verfahren, das, was wir spüren, ist die Muskulatur und das Bindegewebe, was im Ungleichgewicht ist, was verspannt ist. Und mit der nächsten Ausatmung streckst du die Kniekehlen, lässt den Oberkörper locker nach unten sinken, lass dich ganz locker reinhängen hier. Füßen. Und mit der Ausatmung immer die Beinmuskulatur etwas anspannen, dass die Kniekehlen noch mehr in die Streckung kommen. Und dann mit gestreckten Kniekehlen dich Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen lässt, mit dem unteren Rücken beginnend. Dann spannst du das Gesäß an, um die Hüfte zu strecken. Kommst weiter nach oben. Lässt die Arme und die Schultern nach hinten ziehen, die Daumen zeigen nach hinten und kräftig mit Bauch, Beckenboden und Gesäßspannung schiebst du die Hüfte nach vorn. Ziehst mit jeder Ausatmung den Brustkorb flach und die Schultern und Schulterblätter nach hinten unten. Kräftig das Gesäß anspannen, den Beckenboden nach oben innen ziehen. Die Schulterblätter ziehen in der Mitte des Rückens nach hinten unten. Einmal strecken und einmal machst du dich rund. Einmal streckst du dich und einmal machst du dich rund. Tief durchatmen. Kräftig ausatmen durch den schmalen Mund immer beide Richtungen zum Ende der Bewegung. Das Rundmachen so, als würdest du einen so einen großen Ball hier zwischen dir halten und an deinen Bauch heranziehen. Das Strecken, Daumen nach hinten, Mobilisation im vorderen Schulteransatz. Und der Nacken bleibt entspannt und locker.